Ein neuer Versuch, die Welt zu erobern und diesmal mit dem weisen Shogunat. Und damit herzlich willkommen zurück zu... So. Ich drück mal auf OK. Wir wollen uns hier die Grundlagen ja nicht immer wieder anzeigen lassen. Das machen wir euch. Also, was haben wir denn gemacht? Ich habe diesmal einen neuen Shirt gewählt mit zufälligen Gegnern. Alle habe ich auf eine Stufe höher gestellt, auf Meister, denn ich habe mich etwas Internet informiert. Die Ergebnisse werdet ihr auch demnächst als Short und als Extra-Video sehen. Und ich habe mich dafür entschieden, diesmal mit Kultur zu starten, denn was mir auf jeden Fall klar geworden ist in den letzten beiden Spielen, die ich verloren habe, Kultur ist so mächtig. Und es gibt einige Kulturfähigkeiten, da gibt es verschiedene Ansichten, aber es ist total hilfreich, in dem Spiel mit Wissen voranzugehen und es ist total wichtig, Kultur zu haben. So, das heißt, als allererstes gucken wir uns an die Forschung. Und da muss man jetzt unterscheiden, hier sind die Optionen, die man bekommt. Aber hier gibt es ja auch Direktboni, die man bekommt. Das war das, was ich eigentlich ignoriert habe, diese Direktboni. Das habe ich nicht ganz verstanden. Die sind auch, finde ich, noch nicht gut aufgeführt. Genau, also hier oben kriege ich halt zwei Direktboni und hier kriege ich halt zwei dauerhafte Boni. Genauso wie hier kriege ich das. Und hier kriege ich halt als Direktboni, ich kann sofort Plantagen bauen. Und ich kann dann halt hier Nahrungsvorräte bauen oder Bauernhöfe als Verbesserung. So, das heißt, ich habe die Möglichkeit, hier mehr Nahrung zu kriegen. Hier, das ist das einzige Gebäude, was mir mehr Wissen gibt. Hier kriege ich die Soldaten, die man brauchen könnte. Hier kriegt man einen Kundschafter. Und das ist auch schon so ein Problem, was ich habe. Also hier stehen in der ersten Reihe die Sofort-Boni und hier steht ein Sofort-Boni. Und hier steht auch ein Sofort-Boni. Also ich finde, das könnte man noch konsequenter unterscheiden, damit sofort sichtbar wird. Vielleicht könnte man sogar eine Trennlinie oder sowas einführen, dass man sagt, erst kommt die Sofort-Boni, dann kommt die dauerhaften Boni oder umgekehrt. Oder vielleicht sogar einstellbar. Ja, also so finde ich es halt schwierig. So, hier kann man sich so alle angucken. Das ist nämlich auch ganz relevant. Dann sieht man das immer gleich. Und ich würde trotzdem sagen, wir fangen an mit Stammesältester, weil einfach ins nächste Zeitalter zu kommen, ein Vorteil hat, also als erster ins nächste Zeitalter zu kommen, ein Vorteil hat, den ich so nicht bewusst wahrgenommen habe, der aber super krass ist. Das ist die Ressource Innovation. Was macht Innovation? Innovation ist quasi eine Ressource von zwei Seiten. Es gibt Innovation und Chaos. Wenn ihr mehr Innovation sammelt, habt ihr eine hohe Chance oder habt ihr eine Chance, positive Ereignisse zu triggern und die sind wirklich krass. Also da können richtig gute Sachen mit dabei sein. Genauso umgekehrt Chaos. Wenn ihr Chaos sammelt, habt ihr die Chance, negative Ereignisse zu sammeln, die auch wirklich krass sind. Das ist quasi das, das Äquivalent, würde ich fast sagen, zu den in Civ 6 dann eingeführten dunklen und goldenen Zeitaltern. Obwohl sie das ja hier auch noch haben, wenn wir dann weitergehen. Genau. Aber das sozusagen dazu. Also wir starten jetzt als Japan und wenn wir uns hier umsehen, was sehen wir? Also wir haben schon mal eine ganze Menge schöner Sachen. Wir haben hier Holz, haben hier gleich mal ein kleines Dorf, was wir gleich erobern können mit unseren zwei Kriegern. Dann haben wir hier schon eine Ressource. Wir haben hier Tiere, die wir jagen können. Da könnten wir dann also ein Jagdlager errichten, was uns voranbringt. Ja. Und ganz, ganz generell ist es wichtig, dass wir erkunden. So. Also der kommt direkt zum Dorf. Dann machen wir das auch, weil da sind immer krasse Sachen mit bei. So, und jetzt ist schon die Frage, also wenn wir das nehmen, dann haben wir quasi das Zeitalter schon gewonnen. Also das bringt uns schon echt krass voran. Wir müssen natürlich damit rechnen, dass die Gegner das auch kriegen, aber wir müssen auch beachten, dass ab Meister die KI natürlich Verbesserungen kriegt, die ihr nicht habt, die wir als Spieler nicht haben. Und darum gehen wir jetzt hier auf Wissen, um da voranzukommen. Kultur ist wichtig und ich will auch Kultur haben, aber ja, das bringt uns nicht
so weit voran. Ich glaube einfach, das Wissen ist wichtiger, dann können wir nämlich schnell das, dann können wir nämlich schnell mit Stammesälteste das Ratsgebäude bauen und ein Gebäude haben, was unsere Wissensproduktion einfach mal von 2 auf 3 bringt, also um 50% steigert. Das darf man halt einfach echt nicht unterschätzen. Diese kleinen Zahlen stacken und dieses Spiel lebt davon, dass ihr in verschiedenen Bereichen eure Taktik so aufbaut, dass sie snowballt. Also Snowballing ist halt hier super wichtig und darum Wissen, darum Forschung voranzubringen und so weiter. Okay, also nehmen wir das. Das ist ein richtig krasser erster Zug. Und wir wollen die dann in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Also machen wir das so. Hier haben wir auch schon gleich Steine, was natürlich super cool ist. Marmor sogar. Also besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Jetzt müssen wir hier nur noch das einschätzen, ne? Und jetzt haben wir hier die drei Regionen. Ich habe das am Anfang auch nicht ganz gecheckt. Das spiegelt ja nicht das wieder, sondern was wir hier sehen ist ein Feld pro verschiedenes Gelände mit unterschiedlichen Eigenschaften. Das heißt, aktuell haben wir drei Grasländer. 1, 2, 3. Darum haben wir hier drei Plätze für Einwohner. Das heißt, drei Einwohner können hier arbeiten. Jedes Grasland bringt uns zwei Nahrung. So, dann haben wir Buschland. Das ist die beiden Felder. Das heißt, wir haben hier zwei Arbeitsplätze für Buschland. Und zuletzt haben wir hier einen Wald. Und dann haben wir hier einen Platz für den Wald. Der bringt uns Produktion und Nahrung. Das kann man sich überlegen, aber am Anfang ist Nahrung einfach so viel wichtiger, weil Nahrung hilft, neue Einwohner zu kriegen. Und wenn die drei Nahrungen hier voll sind, dann ist das natürlich besser als das Buschland, keine Frage. Aber dann müssen wir auch so ein bisschen überlegen, wie sieht es denn dann mit Städten und so weiter aus. So, dazu kommen wir dann nämlich auch noch. Das ist nämlich auch ein fundamentaler Unterschied zu Civ 6, den man verstehen muss. Wenn wir hier später Verbesserungen in den Gebieten machen, zum Beispiel in einem Grasland, später, keine Ahnung, zum Beispiel eine Lehmgrube bauen würde, dann würde hier das Grasland mit der Lehmgrube extra aufgefüllt werden. Das heißt, ich habe hier Plätze, um immer mehr verschiedene Dinge aufzufüllen. Ich weiß noch nicht, was passiert, wenn ich hier mehr Dinge hätte, als mehr Plätze hier angezeigt werden. Ich glaube aber, dass das relativ schwer ist und wenn, dann wird man wahrscheinlich einfach nach unten scrollen können. Ich glaube auch eher, dass das ein Problem für zukünftige Erweiterungen ist, als ein aktuelles Problem. Okay, dann wollen wir mal gucken. Hier haben wir noch zur Auswahl, was wir jetzt bauen können. So, wir haben zur Auswahl Palisadenzäune. Haben zur Auswahl Stadtzentren. Also Palisadenzäune, die bringen uns halt Verteidigung. Wenn ich jetzt halt umgeben wäre von irgendwelchen Barbaren, könnte man sich das überlegen, aber bin ich nicht. Also, okay. Dann könnte man sagen, man baut ein Stadtzentrum. Das Stadtzentrum bringt uns halt Regierungs-XP, die wichtig ist. Das Dolmen bringt uns halt Einfluss, was auch okay ist. Und ansonsten haben wir hier halt noch alle Sachen, die abgeschlossen sind. Man könnte natürlich sagen, man nimmt sich noch einen Kundschafter. So. Der kostet einem Unterhalt, unterdrückt Unruhe, was auch nett ist. Und was wichtig ist, ich habe halt eine schnelle Erkundungseinheit. Da ist halt die Frage, ob sich das mehr lohnt. Regierungs-XP ist wichtig, weil mit Regierungs-XP kann man einerseits Siedler erstellen. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Und wir kommen halt hier hin. Und hier auch nochmal. Also einerseits hier, einerseits da. Also wir können Regierungs-XP nutzen, um unser Wissen, unsere Wissensgenerierung zu erhöhen. Und man startet mit zwei Kriegern, aber ich bin mir halt unsicher. Ich meine, dadurch, dass ich halt jetzt das Dorf gefunden habe und noch drei Runden brauche, bevor ich halt ein Rad bauen kann, würde ich halt fast sagen, lohnt es sich mehr, den Kundschafter zu bauen. Oh, den Kundschafter zu bauen, falsches Menü. Auch spannend, man kann da nicht hin und her schalten. Okay. Als das, weil das dauert 11 Runden und ich will in drei Runden könnte ich was anderes bauen und das bringt mich halt nur zwei Runden hinterher und die Chance am Anfang mehr von den Dörfern zu finden. Kundschaften ist hier so wichtig und mit der Kundschafter-XP, die man dadurch generiert, kann man auch noch Dinge machen. Also ihr seht, jede Menge zu tun und wir sind in der ersten Runde. Das ist auch etwas, was dieses Spiel glücklicherweise
Civ 6 voraus hat. Dann beenden wir mal die Runde. Und sehen Rom, Spanien, Persien, Brasilien, Frankreich, Schweden, Barbaren. Auch schön. Ja, wir sollten mit unseren Soldaten gucken, dass wir nicht zu weit weggehen. Okay, dann bleiben wir doch hier. Nehmen wir uns den nächsten. Gucken mal. Wein. Wir haben hier viel Wein. Was spannend ist, aber wir haben ihn halt noch nicht in unserem Gebiet. Und wir haben hier zwei mögliche Gebiete für Jagdlager. Was cool ist, weil Jagdlager bringen einem halt mehr Nahrung. Und mehr Nahrung heißt mehr Bevölkerung und so weiter. Ihr wisst schon. So, Stadt gründen, lokale Reformen. Oh ja, das wird auch nochmal witzig. Okay, dann gehen wir doch gleich in die nächste Runde. Ja, und jetzt sind wir in Runde 3 und bevor wir hier weitermachen und ich versuche immer mehr Insights zu geben von dem, was ich erfahren habe, würde ich sagen, beenden wir hier das Video und ich sage danke, dass ihr mir zugehört habt und zugesehen habt, wie ich meine ersten zwei Züge in Millennia mit dem Shogunat gespielt habe. Wir setzen auf Kultur und kämpfen gegen meisterhafte KI. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns im Spiel auf der Endcard und im Zug zwischen Dortmund und Köln. Ihr informiert euch über die Links in der Beschreibung über rechtsradikale und neoliberale Machenschaften, um diesen mit Wissen und aktiv entgegentreten zu können. Und dann viel Spaß beim selber Errichten eurer eigenen Zeitlinie in Millennia. Wünscht euch euer Aha.